wenn man hinter einem Imam betet, der auf Reise ist. Und dieser Imam beendet ja nach 2 Raka bei einem 4 Raka Gebet. Wie ist das dann, wenn der Imam beendet hat, soll ich Fuß an Fuß weiter mit meinem Partner stehen? Nein, das Gebet ist jetzt offen für jeden. Jeder betet sein Gebet, wallahu a'lam.